Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute bin ich hier mit einem Kollegen unterwegs, einem ehemaligen Schulkameraden. Ja, wir machen jetzt hier unsere kleine Ostertour. Gestern Abend haben wir noch einen Oster-Livestream gemacht. Ja, warum habe ich die Anfahrt nicht gefilmt gehabt? Ja, ich hatte nach relativ kurzer Zeit einen Felgenbruch. Das Bild blende ich euch jetzt hier irgendwo ein. Und ja, die Reparatur dann relativ lange gedauert. Wir haben das dann mit Flüssigmetall gefixt. Mal gucken, ob ich da nachher auch noch irgendwie ein Bild davon machen kann. Wenn ja, würde ich das auch noch teilen. Also, wir fahren jetzt von Altrip in Richtung Vorderpfalz und hoffen, dass es trocken bleibt. Im Moment sieht es nicht so aus. Im Moment sieht es eher ziemlich nass aus, sagen wir mal so. Gut, also fahren wir mal. Zurück, Freunde. Ja, jetzt ist gerade das Wetter massiv am Umstellen. Es fängt gerade ordentlich wieder an zu regnen. Aber wenigstens die Natur passt. Wir sind hier schön in so einem kleinen Wäldchen. Das ist genial. Naja, man muss das Wetter nehmen, wie es ist. Regenklamotten habe ich nämlich leider keine dabei. So, jetzt sind wir in Ludwigshafen. Aber dadurch, dass heute Ostermontag ist, ist Gott sei Dank kaum Verkehr. Aber die Straßen hier, die sind eine Katastrophe. Man hat Unmengen Radüberwege über die Straße und so. Man kommt hier kaum voran. Wir werden halt quasi mitten durch die Stadt gelotst. Deswegen, ich filme wieder, sobald ich aus Ludwigshafen raus bin. Weil viel zu sehen gibt's da nicht. Ich drehe mal rum, dann seht ihr, da kommt gleich schon wieder ein Übergang. Gut, also, bis nachher. Servus zurück, Freunde. Schaut mal, wer jetzt noch dazugestoßen ist hier. Einmal ohne Liegerad. Was hast du denn hier Spezielles? Ein Fixie. Ein Fixie? Ja, was ist denn ein Fixie? Was ist denn ein Fixie? Ein Fixie hat keinen Freilauf. Wenn er aufhört zu treten, fliegt er aufs Maul. Auf Deutsch gesagt, wenn man aufhört zu treten, bricht man sich das Bein. Oder ja, das Rad bleibt stehen. Es gibt aber auch da so einige Verrückte, die fahren mit dem Fixie 400-500 Kilometer, obwohl da halt keine Schaltung dran ist, ne? Das ist schon irre. Gut, wir sind jetzt gleich wieder aus Ludwigshafen raus und dann schalte ich euch wieder zu.
Sodele, wir sind jetzt hier kurz nach Ludwigshafen und ja, jetzt verlässt mich ja Jonas schon wieder. Mein Kollege der Adrian, der ist jetzt schon ganz schnell und spurtig weggefahren in Richtung Frankenthal an den Bahnhof, weil der noch ins Saarland fahren muss, beziehungsweise kurz vor Saarland nach Baumholder. Genau. Gut, also ich fahre jetzt alleine weiter. Also, ciao. Ciao. Wir sehen uns. Wir sehen uns, ja. Und trink den Apfelsaft nicht zu schnell. Ja. Also, ciao. Ciao, ciao. So, weiter geht's. So, ich fahre jetzt noch in Richtung Worms. Und bei Worms fahre ich den Barbarossa-Radweg nach Hause. Da nehme ich euch natürlich auch noch mit. Hier noch ein kleines Stück am Rheindamm entlang. Gucken wir mal, ob wir den Rhein noch zu sehen bekommen. Da bin ich ja jetzt tatsächlich am Rhein angekommen. Ich glaube, ich gehe mal runterlaufen. Micha, erinnerst du dich noch an die Strecke hier? Ja, hier sind wir auch lang gefahren, gell? War auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Hier geht's in Richtung Oppenheim. Den Weg hier wäre der Björn besser auch gefahren. Dann wäre er nicht im Matsch versunken. Nachteil an der Sache ist, dann wäre er ein bisschen kleinen Umweg gefahren. Aber er wäre nicht im Matsch versunken, auf jeden Fall. Naja, gut. Weiter geht's. Servus zurück, Freunde. Ja, ich bin jetzt noch ein kleines Stück bis hier an mein Biberloch gefahren. Also da, wo der Biber hier quasi alles aufgestaut hat. Ich habe jetzt das kleine Stück nichts mehr gefilmt, weil es ordentlich geschüttet hat. Aber hier sieht man auch, naja, das Regenwasser und der Damm vom Biber
haben dafür gesorgt, dass bald der Radweg hier überspült ist. Gut, ich habe jetzt nur noch so 1-2 Kilometer heim. Ich würde jetzt das Video hier beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Pfälzer. Ciao.